Man muss allerdings, um bei den ganzen, dem ganzen Haifischbecken Facebook auch überhaupt beachtet zu werden, auch wirklich Arbeit in gute Inhalte setzen. Es ist oft Video. Coole Sprüche. Es lohnt sich auch mal Grenzen zu überschreiten, die man normalerweise in der Kommunikation nicht überschreiten würde. Das muss teilweise sein. Wir sprechen heute mit Timo Klass, dem geschäftsführenden Gesellschafter von Hoch 2, Büro für visuelle Kommunikation. Und wir möchten sprechen über Tipps, Tricks und Trends bei Facebook-Werbung und Suchmaschinenoptimierung und andererseits auch über zeitgemäße Anforderungen an Website-Gestaltung und Webdesign. Und Hoch 2 hat da ja wirklich schon sehr viel Erfahrung auf diesem Gebiet. Können Sie vielleicht nochmal sich kurz vorstellen und sagen, was Hoch 2 eigentlich auszeichnet? Genau. Hallo erstmal, mein Name ist Timo Klass, wie gerade schon genannt, von Hoch 2 aus Flensburg. Wir sind hier in Flensburg ein ca. 50-köpfiges Team in allen Bereichen der Werbung, angefangen von Konzeption, Gestaltung, Text, Technik, Programmierung, aber auch Film durch unsere Schwesterfirma Bewegtbild und in Kiel besitzen wir eine Beteiligung an der Agentur Magent. Das ist auch nochmal ein 11-köpfiges Team, sodass ungefähr ca. 60 Leute für uns arbeiten. Sie sind ja auch schon lange auf dem Markt tätig, auch in unterschiedlichsten Bereichen, ne? Was so die Auffindbarkeit im Internet auch von Unternehmen angeht, beziehungsweise die Optimierung der Online-Präsenz. Und wenn wir da thematisch gleich einsteigen wollen, also SEO, Suchmaschinenoptimierung, ist ja neben Suchmaschinenwerbung auch ein zentrales Element, um die Auffindbarkeit von Unternehmen im Internet zu verbessern, zu erhöhen auch. Und was fällt Ihnen da im Kontakt mit kleineren und mittleren Unternehmen auf, so an Optimierungspotenzial, wenn diese sich neu mit dem Thema beschäftigen? Ja, also wir merken schon sehr massiv, dass dort ein großer Informationsbedarf besteht, dass da vor allem viele Informationen oder dass die kleinen und mittleren Unternehmen natürlich nicht die Zeit haben und auch keine SEO- oder SEA-Spezialisten eingestellt haben, sodass wir sehr viel Kommunikationsbedarf, Erklärungsbedarf haben und auch sehr oft Suchmaschinenoptimierung und Google AdWords beispielsweise verwechselt wird miteinander, die Unterschiede gar nicht klar sind. Und auch der Aufwand, der dahinter steht, hinter den einzelnen Bereichen, vielen gar nicht bewusst ist. So bei Google zu finden, das ist ja irgendwie normal und es ist eine wahnsinnige Erklärungsarbeit oft nötig. Also quasi schon bevor es so in die genaue Kampagnenplanung beispielsweise reingeht oder auch die konkrete Optimierung, muss erstmal so ein bisschen Input gegeben werden, was so grundlegende Aspekte des Suchmaschinen, der Suchmaschinenwerbung sind. Das ist eigentlich fast die Hauptarbeit, muss man sagen. Also viele, gerade kleine und mittlere Unternehmen denken, dass das mit recht wenig Aufwand zu lösen ist. Google wirbt ja auch damit, alles ganz einfach und alles ganz easy. Dem ist aber natürlich nicht so. Unsere Mitarbeiter dort in dem Bereich machen Google-Prüfungen, langjährige Schulung, haben viel Erfahrung. Bevor man damit erstmal starten kann, ist oft eine gegenseitige Erklärung des Aufwandes nötig. Jetzt gar nicht unbedingt im Hinblick auf die Bezahlung von uns, sondern da wird dann gedacht, Mensch, hier legst mal kurz irgendwie eine Kampagne an, dauern 1-2 Stunden, fertig, aus. Dem ist ja gar nicht so. Das ist, wenn man da einmal mit anfängt mit dem Thema SEO oder SEM, dann ist das eine konsequente Entscheidung, die sich permanent widerspiegelt muss im Projekt. Also das ist eine dauerhafte Arbeit. Ja, da hoffen wir ja schon grundlegend so ein paar Informationen geben zu können über unsere Online-Kurse, die wir anbieten werden, zu den auch zum Thema Suchmaschinenwerbung natürlich. Und was gibt es denn so für Besonderheiten für touristische Unternehmen?
Ja, da gibt es eigentlich einen ganz, ganz deutlichen großen, eine Wichtigkeit im touristischen Bereich. Und das ist einfach, dass im Tourismus sehr große, teilweise Global Player, Airbnb, Booking etc., aber auch große deutsche Unternehmen wie Expedia etc. Oder auch deutsche Reiseveranstalter, teilweise SEO-Teams, SEA-Teams von irgendwie 50 Leuten da sitzen haben. Und da natürlich die Wichtigkeit lange, lange Jahre bereits schon erkannt haben. Und man begibt sich als kleines Unternehmen dort eigentlich in ein Haifischbecken. Und das ist eigentlich das Problem. Weil ich sag mal, bei Ferienwohnungen Hamburg oder Ferienwohnungen Sylt, auf die obersten Plätze zu kommen, ist schier unmöglich. Also weil da die Global Player sozusagen, die großen Unternehmen, weil es da schwierig ist, mitzubieten auch auf Suchbegriffe beispielsweise? Mitzubieten, zum einen, ja, da gibt sich ja schon, geben sich ja schon Möglichkeiten, aber da komme ich auch gerne gleich zu. Aber grundsätzlich ist das ein Bereich, der A, sehr teuer ist, weil bereits viele große Unternehmen mit sehr viel mehr Geld dort sich sehr professionell darstellen. Aber natürlich auch, was die reine Suchmaschinenoptimierung, also der SEO-Bereich, da sind, ich sag mal, die erste Seite ist oft bei den allgemeinen Suchbegriffen von sehr großen Unternehmen so belegt, dass man da eigentlich recht wenig realistische Chancen hat, da mit reinzugehen, es sei denn, man hat, gibt unheimlich viel Geld aus dafür. Deswegen würden wir eher empfehlen, dort auf die einzelne Nische zu gehen, auch bei den Suchbegriffen auf die einzelne Nische zu gehen. Viele Hotels oder viele Leistungsanbieter haben ja Besonderheiten, die sie auszeichnen. Das heißt, wenn ich beispielsweise ich sag mal, Urlaub mit Hund oder so anbiete, dann habe ich dafür wesentlich mehr Möglichkeiten, in den Suchbegriffen aktiv zu werden, als allgemein beim Thema Ferienhaus oder Hotel. Mehr mit den Orten zu arbeiten, mit speziellen Urlaubsthemen, da hat man realistische Möglichkeiten, sehr viel Erfolg zu haben, weil der Markt an sich ist groß genug. Ein anderer interessanter Aspekt ist ja auch Social Media, soziale Medien. Welche Tipps können Sie da geben in dem Bereich, beispielsweise wie Unternehmen ihre Zielgruppen entsprechend erreichen können? Welche Rolle kann Facebook-Werbung in dem Zusammenhang spielen? Sie sprechen jetzt über Facebook-Ads. Genau, richtig, ja. Haben wir sehr, also zum einen hat Facebook ja auch seinen Algorithmus zum Anfang des Jahres so geändert, dass quasi die normale organische Streuung von Content über Facebook immer weiter reduziert wird, sodass ich eigentlich per se auch schon Geld einsetzen muss, überhaupt meine eigenen Fans zu erreichen. Also da wird natürlich seitens Facebook gesagt, das machen wir, um dem User besseren Content anzubieten. Eigentlich ist es so, damit Facebook mehr Geld verdient. Das ist auch klar. Grundsätzlich habe ich natürlich über Facebook die Möglichkeit, sehr gezielt meine Zielgruppe zu erreichen. Die muss ich aber natürlich kennen. Möglichkeiten, dort Filterungen vorzunehmen, sind sehr gut bei Facebook, wenn es denn auch so ist, wie Facebook das sagt. Das weiß natürlich kein Mensch so ganz genau. Aber wir haben über die Kampagnen, die wir umsetzen für unsere Kunden, wo wir guten Content platzieren, es dreht sich wirklich um guten Content, haben wir oft sehr großen Erfolg. Man muss allerdings, um bei den ganzen, im ganzen Haifischbecken Facebook auch überhaupt beachtet zu werden, auch wirklich Arbeit in gute Inhalte setzen. Reine Preis- und Leistungsabbildung reicht da nicht. Was wäre in diesem Zusammenhang guter Content? Also sind das kreative Stories? Das können kreative Stories sein, es ist oft Video. Coole Sprüche. Es lohnt sich auch mal Grenzen der Geschmacklosigkeit, aber Grenzen zu überschreiten, die man normalerweise in der Kommunikation nicht überschreiten würde. Das muss teilweise sein. Kunden haben oft
Anfang Angst, wenn wir mit denen das besprechen und sagen, Mensch, hier machen wir mal ein bisschen was Außergewöhnliches, sind dann aber in der Regel dann doch sehr glücklich, wenn wir es dann doch umsetzen. Ich nenne als Beispiel unseren Pömpelclip, den wir für die Kampagne Flensburg liebt dich gemacht haben. Über 11 Millionen Leute haben den gesehen, wo man einfach den Bügelflaschenverschluss wieder raufschnippen musste, versteckte Kamerafilm im Bürgerbüro, um Flensburger Einwohner zu werden. Da hat der Kunde schon geguckt, sag mal, was machen die denn hier für eine wilde Sache und was hat das mit Flensburg zu tun? Hat sich nachher alles aufgeklärt. Okay, also auch gewisse Dinge einfach mal wagen, auch mal so ein bisschen mutig sein und auch nicht nur, was die Inhalte angeht, sondern aber auch, was die Kanäle angeht, zum Beispiel Berufsnetzwerke wie Xing oder LinkedIn. Hm? Ist das empfehlenswert, auch hier heutzutage schon präsent zu sein? Im Bereich des Recruitings in jedem Fall, wobei wir auch im Recruiting immer mehr auf Facebook und Instagram gehen. Instagram hatten wir eben vergessen, sehe ich fast als das neue Facebook an, weil das dort wesentlich cleaner ist. Dort habe ich viel mehr Möglichkeiten, gesehen zu werden. Man sagt in etwa, dass bei Instagram die Interaktionsquote ungefähr 58 mal so hoch ist als bei Facebook. Das können wir oft bestätigen. Instagram würde ich da ins Auge fassen. Gerade im Bereich Tourismus ist natürlich das Thema Fachkräftemangel die Achillesferse von jetzt und wird es in Zukunft auch noch viel mehr. Da macht es natürlich Sinn, im Bereich Xing oder LinkedIn auch aktiv zu werden, je nachdem, wen ich suche. Aber kleine Videos zum Thema Recruiting zu machen über Social-Media-Kanäle, Facebook, Xing, LinkedIn, Instagram macht Sinn und machen wir auch sehr oft und sehr erfolgreich aktuell. Also Kurzvideos, Kurzfilme, ja, und gut, bei Instagram in erster Linie natürlich auch Bilder, ne, sind da. Ja, wobei da ja auch kleine Videos gut funktionieren, bis 60 Sekunden macht das. Ist das, dass einfach aus dem Unternehmen heraus gesprochen wird, dass dort Mitarbeiter erzählen, wie gut das Arbeitsklima da ist oder was einem an dem Job besonders viel Spaß macht. Das lässt sich über die Kanäle sehr gut darstellen. Das ist eigentlich das Recruiting-Marketing von morgen. Also das leitet quasi auch schon zur nächsten Frage über, wieder, wie es funktionieren kann, immer wieder neuen Content auch langfristig zu erstellen. Also immer wieder kreativ zu sein, was Neues zu schaffen. Einerseits haben wir jetzt schon gehört, also auch Mitarbeiter einfach mal zu befragen, wie ist das Arbeitsklima oder was sind gerade aktuelle Themen, die bearbeitet werden. Was gibt es da noch für Möglichkeiten? Ja, grundsätzlich ist es am interessantesten, einfach ins Unternehmen reinzuschauen und reinzuhorchen. Der gute Content liegt tatsächlich fast immer vor. Es ist natürlich dann wiederum, also wenn wir wieder am Anfang unserer Unterhaltung heute bei dem Zeitaufwand, guten Content zu finden, kostet Zeit. Social Media ist keine Aufgabe, ich will ihn jetzt nicht niedermachen, aber für den Praktikanten, das hört man immer häufiger in kleinen Unternehmen, Mensch, ich habe hier einen Praktikanten oder den Sohn und Tochter von, der kann das doch mal ein bisschen mitmachen, das ist falsch. Social Media wird der Kunde hat das Gefühl, er spricht dort mit dem gesamten Unternehmen. Also ist es auch Aufgabe von Marketing, Presse oder von der Geschäftsführung, das zu koordinieren. Und was die Leute sehen möchten, ist gerne auch ein Schulterblick ins Unternehmen herein. Was passieren da für spannende Sachen? Wie werden hinter den Kulissen Prozessabläufe gelöst? Sowas ist interessant, einfach mal ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen. Und da gibt es eigentlich in jedem Unternehmen sehr viel spannende Sachen. Ein digitales Aushängeschild, was genauso wichtig ist wie die Präsenz auf sozialen Medien, ist natürlich die unternehmenseigene Homepage, die Website. Was gibt es da für Anforderungen an die zeitgemäße und moderne Website? Ist eigentlich relativ klar, ist auch schon seit langen Jahren immer so propagiert worden. Es ist natürlich die Mobilfähigkeit. Man sollte heutzutage mobil anfangen, die Internetseite zu konzipieren. Wir haben aktuelle Zahlen aus Skandinavien, sagen, dass 85-90% der Zugriffe von mobilen Endgeräten kommen und entsprechend so auch anfangen zu gucken. Das ist eigentlich ganz einfach erklärt. Es ist Usability, muss funktionieren. Die Leute buchen heutzutage übers Handy und es muss eine ganz einfache Buchung mobil möglich sein.
Okay, also mobil ist da ein großer Faktor. Ansonsten, was müssen Unternehmen auch vielleicht in der Zusammenarbeit mit Agenturen mitbringen? Was für Handwerkszeug ist da notwendig oder Grundlagen, um da ja, optimal eine Website gestalten zu können? Ist natürlich die große Frage, gibt es im Unternehmen Leute, die dafür zuständig sind im Bereich Marketing? Da ist natürlich eine gute Zusammenarbeit nötig. Viele, gerade kleinere Unternehmen, die können es sich nicht leisten, dafür jemanden einzustellen. Die müssen aber schon, denen muss schon klar sein, weil im Internet sind sie alle gleich, da auch entsprechende Ressourcen und auch Budgets zur Verfügung zu stellen. Für die Agentur, die es denn vielleicht umsetzt, weil kein eigener Mitarbeiter dort vorhanden ist. Okay, und ansonsten aber in der Aufbereitung jetzt von Inhalten oder der Vorbereitung zum Beispiel für Systeme, die das eingearbeitet wird, da ist nichts Das ist eigentlich nicht notwendig. die Problematik. Also man arbeitet, wenn der Kunde das selber macht, mit Content-Management-Systemen, die sind eigentlich von jedem bedienbar heutzutage. Regelmäßige Aktualisierung, regelmäßiger neuer Content ist unheimlich wichtig. Grundsätzlich bei allen Themen, die wir heute besprochen haben, ist wichtig für die Unternehmen ein Verständnis zu haben dafür, dass das mit der wichtigste Vertriebsmitarbeiter ist und entsprechende Zeit- und Ressourcenplanung da stattfinden muss. Okay. Das ist nicht nebenbei gelöst. Und das ist eigentlich aus unserer Erfahrung dort nach wie vor das größte Problem. Was ist so, wo geht's hin? Was ist der Weg für die nächsten 3 Jahre vielleicht im Online-Marketing? Gibt es da Perspektiven? Zeichnet sich da schon was ab, Ihrer Meinung nach? Das ist aus unserer Sicht das Thema Voice, also Siri, Amazon und Google ist ein ganz wichtiger Punkt, sehen wir sogar noch vor Augmented Reality. Voice wird das Suchverhalten der Menschen massiv ändern. Bei Voice bekomme ich von beispielsweise Siri nur ein Suchbegriff oder ein Ergebnis vorgeschlagen, nicht wie bei Google jetzt, dass ich irgendwie 10 Möglichkeiten habe und mir die in Ruhe angucken kann. Bei Voice sind es weniger Suchtreffer, die zur Auswahl gestellt werden. Das heißt, das ist nochmal eine ganz neue Herausforderung an das Thema Suchmaschinen. Maschinenoptimierung und in dem Zusammenhang greifen die Voice-Anbieter nicht nur auf das reine Suchmaschinenergebnis zurück, sondern parallel auch auf die Bewertung. Das heißt, Bewertung auf Facebook, bei Google, bei Bewertungsportalen werden immer wichtiger. Das ist also und das ist auch die große Herausforderung, gerade an kleine und mittlere Unternehmen, dieses Riesenklavier von heutzutage zu bedienen, wo man überall präsent sein muss. Das wird immer komplexer. Hat man früher irgendwie nur eine Anzeige geschaltet und hatte vielleicht eine Internetseite online, muss ich mich um Facebook, um Instagram, um Suchmaschinenoptimierung, um Bewertungsportale alle gleichermaßen wichtig kümmern. Das ist natürlich mehr Aufwand. Aber bietet auch mehr Chancen, wenn man es vernünftig macht. Ist quasi ein sehr komplexes Netzwerk, also auf Ja. vielen verschiedenen Kanälen da gleichzeitig und auch erfolgreich Genau. dann präsent zu sein. Jetzt Genau. konkret so bei Sprachassistenten, gut, man kennt das von Alexa beispielsweise, von Amazon oder von Siri, von Apple. Wie kann das für kleine Unternehmen relevant werden? Da heißt es, sie müssen jetzt beispielsweise eine App entwickeln, um da Nein, präsent zu überhaupt sein? nicht, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Also bloß nicht. Also von Apps würden wir auch eher abraten. Das ist wirklich nur großen Unternehmen eigentlich für große Unternehmen wichtig. Viel interessanter ist, wenn ich beispielsweise ein Restaurant betreibe und ich bin meinetwegen ein Restaurant in Kampen auf Sylt. Dann gehe ich durch Kampen zukünftig und frage Siri: Hey Siri, sag mal, wo kann ich denn hier am leckersten essen? Und gibt Siri eine Antwort und bietet aber nicht mehr 10 Suchbegriffe, wo ich mich denn selber durchgucken kann, sondern sagt, die meisten Leute hier gehen am liebsten zu Restaurant XY. Und dahin zu kommen, dann genannt zu werden innerhalb der Empfehlung, das ist die große Kunst der Zukunft. Also da sieht man dann die Verbindung zu den Bewertungsportalen, zu Online-Bewertungsportalen, da auf Genau, jeden aber auch zur Fall präsent zu werden. Suchmaschinenoptimierung.